Die Hundewelpen lernen schwimmen. Maxify. Da, 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 da. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Hundeblog. Yeah, Nummer 4. Yeah. Ich habe keine Ahnung, Nummer 4 oder 5. Ich bin mir nicht sicher. Aber heute wieder mit den Welpen. Ja, ja, ne Giraffe. Hi. Oh, da kommen sie, die Kleinen. Beziehungsweise groß, die sind jetzt schon größer als Nala, Alter. Guckt euch das mal an. Hallo Nala. Ja, hi, na. Hm. Die sind alle sehr müde. Okay, Leute, heute habe ich ein paar Sachen geplant, okay? Die gehen wir aber gleich durch. Oh, guck mal, erstmal ganz kurz jeden Hund. Ich finde so Babymöpse über weird, aber wenn die ausgewachsen sind und so richtig nice sind, die Möpse, dann sind die so geil. Hi, hi, ja, hi, hallo, 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 hallo. Ja, ihr Feinis, ihr seid schon so groß geworden, ne? Ja, so groß. Ja, ja, fein. Warte mal, wo ist Simba? Wo habt ihr Simba gelassen? Ja, oh. Hallo, Chiara. Chiara, du bist, glaube ich, der Lieblingshund von allen. Weißt du das? Juckt dich nicht? Kannst du vielleicht mein Band in Ruhe lassen? Wir müssen kurz Simba auch Hallo sagen, Simba. Simba. Hallo? Simba. Okay, keine Ahnung, wo Simba ist. Scheiße. Oh, wait a minute. Simba? Simba? Oh, so ein Süßer. Simba, so hi. Ein, Simba, ich sehe deinen Schwanz markieren. So ein Süßer. Gehen wir zu Simba hin. Guzma, unser Alpha, guck mal, wie süß er ist. Aha. Ihr seid so groß schon, Alter, ihr seid schon eigentlich erwachsen, würde ich sagen. Ach, ja, schnell, die gewachsen sind. Oh, Simba, richtig. Das ist so crazy, Hunde müssen einfach nur Futter bekommen, dann wachsen die. Wie so Pflanzendünger. Die Bock, oh ja. Oh ja. Oh, 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 oh. Ah, lass ihn jetzt machen. Oh. Oh nein, ist runtergefallen. Hallo, lass doch mal Simba in Ruhe. Scheiße, Simba. Wo sind die Katzen, Menschen? Meistens sind das Psychiatrie. Aus, aus, au, aus. Christian, gib mal Hilfe. Scheiße. Philo, spielen wir gleich zusammen. Melo rennt. Simba. Simba, du tust mir leid. Simba, komm schon raus. Simba, hopp raus. Komm, komm schon. Geh raus, Simba. Schön, Simba. Simba, dann komm. Alter, der arme Hund. Das ist wie ist der ausgebrochen? Deutsche Prison Break. Mobbing auf höchstem Niveau. Der hat gar keinen Bock auf seine Kinder. Der ist so ein Vater, der ist so richtig viel gefickt und denkt sich so, oh nee. Ja, er hat keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock auf euch. Er hat keinen Bock auf euch. Ja, ja, brauchst gar nicht zu gucken, Chiara. Brauchst gar nicht zu gucken. Ja, ja, brauchst gar nicht zu gucken. Ja, wollt ihr mich jetzt ärgern, oder was? Okay, Leute, also, ich erzähle euch mal ganz kurz von dem Plan, okay? Okay, und zwar, der Plan für heute, ich habe mehrere Pläne. Maxify ist so süß. Ah. Oh. Ich weiß nicht, was süßer ist, der Hund oder Maxify. Ich glaube Maxify. Aber ich hätte lieber Maxify auf meinem Gesicht sitzen als den Hund. Zwei Sachen sind auf jeden Fall. Erstens, ich wollte mit den Hunden im Pool gehen. Zweitens, ich wollte mit Chiara die Szene recreaten mit Simba, also die ich mit Simba gemacht habe vor 3 Jahren ungefähr. Oh Gott, Digga! Auf jeden Fall werde ich die heute Abend recreaten und ja, falls ihr noch mehr Hundeblogs sehen wollt, lasst gerne eine Katze nach oben da und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren für weitere Hundeblogs. Ne, Kiara? Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Pool auf, oder? Wir wollen jetzt den Pool auf und dann Pool-Action mit den Hunden. Okay. Mini-Pool für Hunde! Yeah. Der Pool ist vorbereitet, ich würde sagen, dass du uns die Welpen holen, oder? Bin ich gebaitet worden? Auf dem Thumbnail ist das ein viel größerer Pool. Ich bin gefickt worden. Ich bin gebaitet worden. Ach nee, der ist da. Nevermind. Okay, bevor wir in den Pool Hot reingehen... Hot Top Stream! Hot Top Stream! Okay? Hot Top Stream! Hunde. Kommst du mir rein? Wo ist hier? Oh, die kämpfen um die Frisbee! Oh, 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 ey! Frisbee, ey! Wui! Yippie! Und, oh! Nein, das Gebüsch! Er ist mein aggressiver Real Talk. Ja, gib mir die Frisbee. Okay. Lass los. Wir machen jetzt... Ein Pool für Katzen, wer will. Aber Katzen hassen doch Wasser, oder? Ich halte jetzt die Frisbee über den Pool und mal gucken, wie Katzen viel in den Pool Wasser reingehen. Schlimm, glaube ich. Willst du die Frisbee haben, dann musst du in den Pool gehen. Ja, komm. Komm. Als ob? Ja, Kira, als ob die einfach da reingehen. Und sie ist wieder draußen. Und sie ist weg. Aber Nala geht rein. Nala ist mutig. Wir müssen die anderen Hunde auch dazu. Also, sie wollte nur den Ball haben. Kann man die nicht einfach zwingen?
Das ist doch nicht euer Ernst. Das gibt's doch nicht. Komm her, mein Sklave. Das ist jetzt Mobbing. Oh, komm, die Sonne. Oh, es ist so warm. Und du liebst es bestimmt in dem Pool, oder? Oh, oh. Hilfe, Bruder, ich sterbe. Und er ist raus. Das gibt's doch nicht. Katzen warum trinken nur Wasser nicht? Und mögen kein Wasser. Ihr sollt nicht nur daraus trinken, ihr sollt da reingehen. Ich dachte, ihr habt voll Spaß mit dem Pool. Was ist denn los mit dir? Im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, ich segne dich, mein Freund. Das war nicht richtig. So betet man nicht. Das ist süß. Es regnet. Wir müssen die Hunde leiden lassen im Wasser. Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, wie schön das ist. Mann, tu dir den großen Pool jetzt ran, den Hund. Ich will sehen, wie der schwimmt. So, welchen Hund nehmen wir? Machen wir das noch? Eigentlich will ich Simba reinpacken, ne? So, Simba. Mein ja, das will ich sehen. Guck mal, lecker Scheiße. Yummy. Einfach nur Chicken, I guess. Hä? Nur Hähnchen? Und was mit Reis oder so? Oder Gemüse? Was denn das? Ihr kriegt hier. Nala. Nala, Simba, komm her. Nala, Simba, komm her. Hopp, hopp, hopp. Hier. Simba. Nala. Perfekt. Die essen da. Wie stresst sich so viele Hunde füttern. Die Babys essen hier. Ja, Stärkung muss sein, ne? Eiweiß gut. Ja, lecker. Oh mein Gott. So viel Eiweiß. Es schmeckt so gut. Dr. D. Crane. Kuss. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Schlafpause gibt oder nicht. Auf jeden Fall brauche ich eine Pause. Ne, Bibi? Ne, Bibi? Ja. Okay, Leute. Neuer Tag. Ich wollte Ihnen jetzt noch Schwimmen beibringen. Ja. Genau in dem Pool. Ich werde abwechselnd gleich einen Mops nehmen und versuchen, mit denen einfach ein bisschen zu schwimmen. Aber gucken, ob die das überhaupt können. Möpse ich denke mal schon, wir haben das ja gestern mit dem Pool und so gemacht, mit dem Mini-Pool. Ja, da haben sie sich sehr gut geschlagen. Ja, ging so. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich ziehe mich jetzt aus und dann gehen wir rein. Ah, schön warm. Zeig doch dein Oberkörper. T-Shirt aus dem Grund war das Fitnessvideo noch kaum und die meine Form nicht sehen dürft. Loser. Ich brauche einen Hund. Okay, ja, Nala ist der erste Hund, der leiden muss. Nala, du zeigst. Nicht das Wasser trinken, das ist doch voller Chlor. Wie man leidet, okay? Merkst du es? ich glaub, da hat jemand gar keinen Bock auf Wasser. Oh, dieses Gesicht. Jesus! Okay, ich glaub, Nala hat keinen Bock. Okay. Hast du gut gemacht, ein bisschen Abkühlung, ne? Digga, bitte wie den Hund süß, nehmen. Mann. Oh, oh. Ganz vorsichtig. Okay, Chiara, wir versuchen dich auch ganz kurz ins Schwimmen zu bringen, okay? Hä? Der schwimmt gar nicht. Der hat keinen Bock. Der will gar nicht. Der will nicht. Der hat keinen Bock. Gut machst du das. Ja, komm, wir nehmen einen anderen Hund. Wir versuchen. Der will einfach. Der will nicht. Mit einem anderen Hund nochmal. Cool, vielleicht Dankeschön. Gibt es irgendeinen Hund, der es mega mag zu schwimmen. Eventuell Mucki. Ja? Das ist eine Wasserratte. Hey! Boah, guck mal. Der hat aber nicht so Angst. Es funktioniert. Digga, der hat richtig Bock. Digga, deutsche Leonardo DiCaprio. Okay, ne? Wie heißt der von Baywatch? Hast du gut The Rock? Wir gehen nicht mal raus. Ja, Daniel, es funktioniert halt irgendwie, ne? Leute, wenn ihr Mitleid mit den Hunden habt, lasst einen Daumen oben da. David Hasselhoff. Mir so leid, ne? Zusammen, wir versuchen nochmal zusammen, okay? So süß, Mann. Merkst du, ich glaube, es wird kalt an den Füßen, ne? Ja, es liegt am Wasser. Okay, wir versuchen es nochmal so. Lass los! Lass den Hund doch mal schwimmen! Der kann doch so gar nicht lernen, wenn du dich loslässt! Der geht doch nicht unter, oder? Ein Hund kann doch direkt schwimmen! Okay, ich glaube, war nicht so gut. Was passiert, wenn der Hund kackt? Ins Wasser? Nee, es war nicht so gut. Willst du nochmal? Schau mal den Hund da unten! Dann schauen wir sie jetzt rein. Nala, willst du nochmal? Willst du nochmal rein? Okay, Nala will nochmal zeigen, dass sie es kann, glaube ich. Lass doch los, lass los. Ich will sie, ich hab Angst, sie loszulassen. Lass los. Mann! Ist nicht so? Willst du nochmal? Aber es scheint mir nicht so, dass er richtig Angst hat. Sieht es so aus, als ob hätte sie Angst? Willst du nochmal? Komm, lass los. Meinst du, ich kann sie loslassen? Was? Lass sie mal los. Lass los. Oh, Poggers! Nein. Aber es geht dir gut. Es geht allen Hunden gut bis jetzt. Es wäre so schlimm, wenn er jetzt auf dem Pool filmt und ein so Hund liegt einfach auf dem Boden und den haben sie vergessen.
allen Hunden gut bis jetzt. Und dann, dann ist da einer, dem geht's gar nicht gut. Das wünschen wir natürlich nicht dem Hunden. Den soll es allen gut gehen, den soll es allen gut gehen, bitte. Ich liebe alle Hunde und diese ganz besonders und meinen natürlich auch. Also das finde ich nicht witzig. Verstehst? Das war gerade nur so eine Vorstellung in meinem Kopf. Die kommen. Oh, da merke ich schon direkt, der hat keinen Bock. Nur ganz bisschen versuchen, okay? Ganz. Oh, das süße Gesicht. Okay. Reicht dir das? Ja, das reicht ihm. Sag mal, die Kamera hat Spaß gemacht. Okay, der hat gar keinen Bock. Naja, es war ein Versuch wert. Vielleicht. Maxify kann übrigens selber nicht schwimmen. Sollte man sie erstmal in den kleinen Pool testen, aber so lernen sie, glaube ich, das Schwimmen nicht. Ich weiß gar nicht, wie lernen Hunde am besten schwimmen? Einfach ins Wasser fallen lassen. Hunde können ja von Natur aus schwimmen. Eigentlich schon. Also es ist eigentlich nicht schlimm, wenn man die Hunde so ins Wasser reinpackt, soweit ich weiß, weil Hunde können von Natur aus schwimmen. Ich habe den aber ein bisschen erleichtert. Ich habe den Schwerkraft abgenommen. Ich würde gern Simba nochmal versuchen. Alter. Scheiße. Der schwimmt okay. Sowas von, der ist ja richtig schwer. Der wiegt ja 90 Tonnen. Okay, Simba. Scheiße. Bist du bereit? Wir gehen zusammen rein, okay? Der hat gar keinen Bock. Der hat gar keinen Bock. Okay. Was soll das jetzt? Das gefällt dir noch nicht so, ne? Hallo, was, wenn ich dich so halte? Ey, hallo! Ach, Schmutzschätz. Ich hab dich, Simba. Lieber nicht, ne? Okay. Simba ist nicht so fürs Wasser geboren. Ja, ich glaube, das ist Karma, ne? Chiara klaut gerade meinen Schuh. Guck dir das an, wie sie ihn zerfetzt. Chiara, bitte. Mein Schuh. Chiara. Gib meinen Schuh wieder her. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich würde sagen, erfolgreiche Schwimmstunde Nummer 1, ne? Wahrscheinlich können sie morgen oder übermorgen richtig schwimmen. Wir werden die Tage auf jeden Fall noch heftigere Sachen machen. Ich habe noch ein paar geile Sachen geplant. Die Videos müsst ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Und, ach, die sind so süß, ne? Wir filmen gleich noch mal ein paar Shots und ja, mal gucken, was wir noch heute filmen. Vielleicht filmen wir heute noch die Szene, wie gesagt, mit oben auf dem Feld bei uns und wie war diese König der Löwen-Szene recreated. Vielleicht machen wir es auch die Tage, ich weiß es nicht, je nachdem, wie lange das Video jetzt schon ist. Kann sein, dass es jetzt auch zu Ende ist. Sehen wir gleich. Okay, bis gleich. Als Belohnung, weil sie so tapfer ins Wasser gestiegen sind, kriegen sie jetzt Hundeeis. Wir haben 6 auf so einen Löffel gepackt. Hunde-Eis? Du möchtest Hundeeis haben? Ein Eis? Was ist Hundeeis? Ui, was ist das? Memo. Guck, wie lecker. Oh. Das habt ihr euch sowas von verdient, Alter. Ja, lecker, ne? Was für ein Setch-Moment. Oh nein. So, die anderen beiden Hunde kriegen jetzt auch was. Yay. Yeah. So ist leichter zu essen, oder? Oh nein, nein, fall nicht raus, Eis, Eis, fall nicht raus. Schlabber, Schlabber. Mmh. Ist das lecker. Mmh, yummy, yummy, yummy. Mmh, Hundeeis, lecky. Eis aus Hunden, voll die gute Idee. Oh, scheiße. Oh nein, Setche. Nu, der Boden. So, okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Hundevlog. Ja, mmh, lecker. Mmh. Digga, Maxify Games war ja mein Lieblingskanal. Da kommen so viele gute Videos. Also wirklich, der ist super. Der ist wirklich einfach nur super.